Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu meiner heutigen Breaking News Ausgabe. Es ist mal wieder Zeit, es ist mal wieder was passiert. Erst vor kurzem habe ich hier ein langes, ausführliches Video zu der Situation rund um CM Punk gemacht. Wir haben darüber gesprochen, dass er sich geprügelt hat mit Jack Perry bei All In, dass es da also wieder Probleme gab, dass er daraufhin suspendiert wurde. Aber Freunde, jetzt wurde nochmal eins draufgesetzt. Es gab nämlich gerade ein offizielles Statement von All Elite Wrestling und von Tony Khan, die man ja vorher immer irgendwie vorgeworfen hat, ja, der kümmert sich um nichts. Diese ganze Punk-Situation, das ist alles sein Ding, weil er sich nicht drum kümmert. Er hat nicht die Eier, um Punk zu sagen, Digga, reiß dich mal zusammen hier. Und was soll man sagen? Er hat auf jeden Fall Eier bewiesen, denn er hat heute offiziell CM Punk entlassen. Das Ding ist also raus. Offizielles Statement bezüglich von CM Punk, also Phil Brooks und All Elite, wie es denn aussieht und so weiter. Wurde dann nochmal bestätigt, dass das Ganze auch von Tony Khan kommt. Und aufgrund der Sachen, die jetzt vor kurzem passiert sind und natürlich Sachen, die sich einfach angehäuft haben, muss man auch sagen, wurde denn jetzt entschieden, dass CM Punk aus seinem Vertrag entlassen wird. Das offizielle Statement von Tony Khan ist halt auch, dass er natürlich sich bedankt für die Zusammenarbeit, hat ja auch eine große Rolle gespielt, gerade auch für Collision und so weiter. Und natürlich auch, um All Elite so ein bisschen bekannter zu machen, denn CM Punks Comeback damals im Wrestling bei All Elite, das ging schon ganz schön krass ab. Und dann hat er noch darüber gesprochen, dass er jetzt einfach handeln musste. Er musste eine Entscheidung treffen und er sagt auch, dass diese Entscheidung ganz allein seine Entscheidung ist und nicht von irgendwelchen Leuten, die reingeredet haben. Er hat also entschieden für die Leute, die jede Woche es möglich machen, dass All Elite läuft, für die ganzen Talente, für die ganzen Offiziellen, für jeden, der da irgendwie mitarbeitet, hat er jetzt entschieden, dass er quasi Punk als einer der Problemleute quasi entlässt, weil er halt nicht mehr möchte, dass halt irgendwie immer wieder Negativpresse diesbezüglich rund um All Elite passiert. Denn man muss ja auch sagen, All Elite hatte jetzt die größte Show im Wrestling überhaupt mit All In und die Leute haben nur über Punk geredet. Und das ist natürlich schon schwierig. Und ja, Tony Khan hat also endlich gehandelt, sich endlich entschieden, was er machen möchte. Und so haben wir die Situation, die wir jetzt haben. CM Punk ist also nicht mehr bei All Elite Wrestling und wird das wohl auch nicht mehr sein. So, natürlich, was kommt jetzt? Alle in den Kommentaren wahrscheinlich, bevor ich das jetzt sage. Was glaubst du, geht er zu WWE? Kommt er jetzt zu WWE zurück? Nein. Natürlich nicht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass die WWE ihn jetzt auch noch haben wollen würde. Also, wenn sie auch nur ein Fünkchen Bock auf CM Punk gehabt hätten, ist die Aussage, dass er bei den anderen jetzt rausgeflogen ist, weil er nur Stress macht einfach, jetzt auch nicht die beste Lösung, ihn dann zur WWE zu holen, weil er da ja wahrscheinlich auch weiterhin so handeln würde. Ist halt alles ein bisschen schwierig. Punk ist halt jemand, der halt dann doch sehr emotional handelt und sehr aufbrausend ist. Ich mag immer noch CM Punk. Ich feiere den Typen. Er ist einfach ein guter Wrestler. Er ist top am Mic und so. Was willst du sagen? Ne? Jederzeit. Wenn der Bock hätte, zu Unlimited Wrestling zu kommen, auf jeden Fall. Ich würde es sofort machen. Easy. Aber das Ding ist ja trotzdem, ich glaube nicht, dass die WWE ihn unter Vertrag nehmen wollen würde. Denn wir wissen, Triple H hat Kontrolle und Vince McMahon hat Kontrolle und beide haben keinen Bock auf CM Punk und auf das Drama und den Stress, der damit einhergeht. Also glaube ich, wird CM Punk nochmal bei einer großen Wrestling-Promotion unterkommen? Nein. Weder bei All Elite, noch bei WWE, noch bei New Japan Pro Wrestling, die werden auch keine Lust drauf haben, noch bei Impact, weil auch Impact ist, glaube ich, irgendwie auch nicht. Impact ist sehr bewusst auf den Locker-Room. Und die gucken da wirklich, dass da alles easy ist und alles entspannt und alles schön ist und alle sich lieb haben und so weiter. Quasi wie bei Unlimited. Denen ist diese Backstage-Geschichte auch super wichtig. Deswegen, ja, ich glaube auch Impact Wrestling würde nicht unbedingt CM Punk haben wollen. Selbst wenn Punk Impact Wrestling einen ordentlichen Schritt nach vorne bringen würde. Also so ist nicht. Ja, ist ja nicht, dass
Punk ist halt immer noch ein Name. Das ist immer noch einer der Top-Namen aktuell. Also den kann man jederzeit dahin bringen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ist aber halt auch die Frage, das Ding ist halt jetzt auch, das ist alles so frisch, keiner weiß, hat Punk überhaupt Bock, irgendwie jetzt in den Indies rumzududeln oder so. Das ist ja auch noch so eine Sache. Weiß man halt nicht, muss man erstmal abwarten, aber soweit erstmal das News-Update für heute einfach mal. Ganz spontan hier einfach mal rausgeknallt. CM Punk und All Elite Wrestling trennen sich. CM Punk fliegt aus All Elite Wrestling, wird entlassen. Das ist eigentlich die Hauptnews, dass er nicht gegangen ist, sondern gegangen wurde. Ich gehe auch übrigens davon aus, weil es ja auch heißt, warum wird denn jetzt Jack Perry Jungle Boy nicht auch entlassen? Ich gehe davon aus, das ist komisch. Warum gibt es einen Vorfall mit zwei Leuten und einer davon wird jetzt entlassen? Dann auch noch mit Punk. Ich glaube eher, dass beide suspendiert wurden. Also das ist ja auch Fakt. Beide wurden suspendiert und Jack Perry hat es hingenommen und fertig. Und CM Punk hat es nicht hingenommen und fertig. Ich glaube, das ist dann nämlich letztendlich der Grund gewesen, wo man gesagt hat, Digga, ich kann mit dem nicht mehr arbeiten. Es kann gut möglich sein. Ich glaube also, er der wird das nicht so easy, diese Suspendierung nicht einfach so eingesehen haben und dadurch noch mehr Stress entstanden wurde. Und dann, ich glaube eher sowas ist das. Ansonsten wäre es ja komisch. Es ist keine Sache, dass man den einen anders behandelt als den anderen. Vor allen Dingen, wenn der eine auch noch Punk ist. Gerade der hat ja jegliche Vorzüge. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Soviel zum Real World Champion bei All Elite. Nun ja. Okay, haut mir gerne eure Meinung in den Kommentaren raus. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Aktuell läuft gerade Payback, wo das Video hier hochgeladen wird. Also gönnt euch Payback, gönnt euch All Out und holt euch noch Tickets für Unlimited Wrestling, Freunde. Das ist ganz klar. Am 16.09. Läuft es da wieder bei uns mit unserer Rumble-Show. Also sowieso Pflichtprogramm, Freunde. Wrestlingtickets.de, Kuss geht raus und wir sehen uns. Haut rein und tschüss.